Sie haben auf diesem Schachbrett der Mächtigen einiges ertragen müssen, wurden in ihre eigene Unfreiheit geboren und konnten sich nicht aussuchen, was im Babyalter mit ihrem Raumanzug hier auf dieser Erde geschieht. Ihre Eltern haben, ohne es zu wissen, sie in einem handelsrechtlichen Verwaltungskonstrukt angemeldet, aus dem, selbst wenn sie es wollten, nicht ohne Hintergrundwissen ausbrechen könnten. Ausgestattet mit Zetteln, Urkunden, Ausweisen und Formularen, gingen sie 10 bis 13 Jahre in eine staatlich zwangsverordnete Arbeitsplatzvorbereitungsstätte. Mit anderen Insassen, die ebenso wie sie keine Wahl hatten, sich nicht mit Lehrkörpern in diesem heranwachsenden KZ herumzuärgern, dürfen sie nach dieser Frontalunterricht-Gehirnwäsche samt Geschichtslügen-Eintrichterung doch tatsächlich laut Grundgesetz, auf das die ferngesteuerten Zettelableser unter der Kuppel gerade scheißen, ihre Ausbildungsstätte und ihren Beruf frei wählen, damit sie danach ein braver Steuersklave und Obsoleszenz-Produktkonsument werden und man ihnen in der Welt der Zeitvernichter und in Beschäftigungshalter ihre Lebenskraft beraubt. Und genau in dieser Matrix, die sie sehen, wenn sie zur Arbeit gehen, aus dem Fenster schauen oder Einkäufe tätigen, die sie ohne ihr Zutun in einen Narzissten verwandelt hat. Diese Matrix aus Ellenbogengesellschaften, bestehend aus rücksichtslosen und verhaltensgestörten Gefühlskrüppeln, ist am Ende dieser Simulation angekommen. Es geht nicht noch dümmer, verrückter und bescheuerter. Sie leben in einer Staatssimulation der Verbote, Regeln, Verordnungen, Gesetze und Ideologien, an die sich gerade die herrschende Klasse einen Scheißdreck drum schert. Hashtag satanische Pädokriminalität. Sie haben ein Leben lang auf ein 24-stündiges Sternenvideo am Himmelszelt gestarrt, ohne zu wissen, dass sie unter einer riesigen Kuppel wie Truman Burbank ihr erbärmliches, trauriges und vor allem einsames Leben fristen. Denn der gemeine Homo sapiens lässt sich lieber durch Television, Wissenschaft, Drogen und schlechte Erwachsenenfilme neu programmieren und unter Kontrolle halten und sich danken von der Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele, abbringen. Und unter dieser Kuppel mit ihrem künstlichen Plasmamond und der ebenso großen Lasersonne sehen sie gerade ein im Sterben begriffenes Ungeheuer. Aus bezahlten Prügelburschen, Steuereintreibern, Denunzianten, Giftverkäufern, Chemtrail-Piloten, willfährigen Trittbrettfahrern und Mitläufern, das in den letzten Atemzügen liegt. Dieses real wirkende Level in diesem Welten- und Erdenspiel wird genau dort enden, wo auch schon die Inkas, Mayas und Atlantica geendet sind. Es wird an ihren überladenen Schulden, ihrer hochmütigen Dekadenz und ihren völlig verdummten Sklaven zugrunde gerichtet und resettet. In endlos vielen superteuren Filmen hat man uns darauf durch genial psychologisches Framing vorbereitet, dass wir bald in einer Welt mit dem Gesetz des Stärkeren leben werden. Und hier und da sehen wir schon die Bugs im Programm, die Glitches im Spiel und die Auflösungserscheinungen. Unruhen und Plünderungen in der ganzen Welt sind Vorboten auf das, was uns in den nächsten Jahren bevorstehen wird. Auf Sizilien, in den Vororten von Paris und Spanien kocht es gewaltig und es braucht nur jemanden, der den Dominostein umwirft, die Lunte richtig anzündet und den ersten Schuss abgibt. Und sie werden diese Stadt, dieses Dorf oder dieses Stück Land, auf dem sie leben, nicht mehr wiedererkennen. Die Mächtigen im Hintergrund spielen gerade die Virus mit anschließender Diktaturkarte aus, um sie wie Tiere in einem Käfig halten zu können. Alles ist perfekt zeitlich geplant. Roboterhunde, Drohnen mit Wärmebildkameras, Gesichtsscanner, Bezahlvollautomaten, Nano-RFID-Chips im Körper, Online-Essensbestelldienste, eine Hyperinflation, die in den Startlöchern steht, um noch den letzten Multimillionären klein zu kriegen. Und eine, wie eine heiße Pizza bestellte Theatershow-Pandemie, die sich absolut perfekt als Sündenbock verkaufen lässt für einen totalen Abriss des Wirtschafts- und Finanzsystems. Nun lasset die Spiele beginnen. Doch wenn sie noch nicht ganz so abgestumpft sind wie die anderen und eventuell das sehen, was wir alle sehen, retten sie sich. Ich und eine kleine Gruppe von Menschen sind auf der Suche nach einem Stück Land hier in Mitteldeutschland, also in den neuen Bundesländern. Wer jemanden kennt, der jemanden kennt, der vielleicht ein paar Hektar Ackerland zu verpachten hat, lassen Sie es mich bitte wissen. Einfach eine Nachricht auf Discord hinterlassen, den Link dazu finden Sie in der Beschreibung. Wer jetzt nicht ins Handeln kommt oder meint, in der Stadt bleiben zu müssen, wird, wenn die Hungerzombies aufbrechen und anfangen zu rauben und zu morden, uns als Schutzengel beiseite stehen dürfen. Werden wir wieder Mensch und machen uns unabhängig. Jetzt.